Hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exosockte Minecraft hier in Farbenmund und in die Couleure. Ja, so ist das. Und wir sind auf dem Weg zum Zeppelinplatz und haben endlich auch alles dabei. Das heißt, wir können mit den Gasbehälterkörper anfangen oder mit ein Zeppelin auch, ja, sich adäquat in angenehmer Höhe sozusagen bewegen kann. Ja, so ist das manchmal. Wow, sehr viele komplizierte Wörter in einem Satz, aber irgendwie habe ich das hinbekommen. Gut, 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 gut. Wir brauchen erstmal auf jeden Fall die Hilfselemente. Wir brauchen die Teile, wir brauchen das, wir brauchen eine ganze Menge. So und so. So, 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 so. Ach, so ist das. Ja, so ist das. Gut, wir werden hier mal schauen, wie wir das Ganze hier verunstalten können. Auf jeden Fall 2 hoch. Bäm. 2 hoch ist immer gut. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier direkt mit dem Gasbehälter an. Beziehungsweise nein. Wir machen einen hoch. So. Wir machen den Gasbehälter auf der Höhe. Da fangen wir den an. Oder? Machen wir den 2 hoch. Wir machen den 2 hoch. Wir machen den 2 hoch. Warum springe ich dann hier runter? Ich trottel. Okay. Ich mag dieses Wollegeräusch. Ich mach mal kurz die Musik aus. Ach, die geht selber aus. Jetzt hört mal hin. Versteht ihr, was ich meine? Dieses Wollegeräusch hat irgendwie was. Ich mag dieses Wollegeräusch. Wollo, Wollo. Gut. Der Gasbehälter selber ist ja größer. Versteht, was ich meine. Heißt, wir müssen hier irgendwie hoch. So, so, so. Der Gasbehälter selber ist ja riesig. Au, das hätte beinahe schmerzlich enden können. Hat's aber nicht. Nochmal. Also wenn ich früher so Skyblock gespielt hätte, hätte ich dort eine Verletzung gehabt. So, wir sind über der Nase. Da möchte ich 5 Dinger oder 4? 1, 2, 3. Ist ja doch die unterste Ebene, der wird ja noch größer. Warte mal. 4, 5. Machen wir es so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Wolle definitiv nicht genügen wird. 1, 2, 3, 4. Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, passt, passt. Jetzt kommt die nächste Ebene. Damit wir die rankriegen, machen wir hier einfach so einen Dreckblock hin. Und gehen hier einmal nach außen da lang. Einmal nach außen da lang. Und dann muss ich einmal schlafen gehen, sehe ich. Schlafen, schlafen, schlafen. Einmal in die Falle. Ja, komm mal rein. Schlafen, schlafen, schlafen und es wird gepennert und guten Morgen. Und weiter geht's. Warte mal. So viel Hilfselemente brauche ich hier gar nicht in der Pfoten. Brauche jetzt wirklich mehr die weiße Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Ah. Und jetzt wird die Wolle hier hinklaboostert. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch mal. Heißt, wir machen hier einmal ein Dirty hin. Machen hier mal eine Wolle. Einer da. Und einer da. Genau. Jetzt kommt Wolle, 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 Wolle. Wolle. Und übrigens kommt da Wolle hin. Und
eigentlich habe ich, ein Glück habe ich schon so viel Wolle gemacht, aber ich habe echt das Gefühl, dass die Wolle nie reichen wird. Jetzt habe ich so leicht in der Urino. Kennt ihr Urino? Das hat man morgens meistens, wenn man aufsteht. Da muss man das schnell wegbringen. Du, ich das mit der Urino. Warte mal, machen wir hier außen noch mal hin, damit es schicker aussieht schon mal. So, so. Ich liebe dieses Wollegeräusch. Da hat man nicht so eine Wolle. Ah, herrlich. Halt, da muss ich auflassen noch. Da muss ich auflassen. Das ist ja sozusagen meine Downstairs. Hier komme ich ja runter. Vorausgesetzt, ich... Och komm, ey. So. Das kann nicht wahr sein, manchmal. Manchmal bin ich so verpeilt in der Steuerung, ich weiß nicht warum. Da stelle ich mich so an, als hätte ich noch nie ein Computerspiel gespielt. Ne? Warum? So. Gut, das war die nächste Ebene. Jetzt kommt die nächste Ebene. Das heißt, wir werden einmal hier einen Block reinzaubern. So, einen auf der Seite, einen auf der Seite. Und da seht ihr, da ist sozusagen der erste Wollstoff ausgegangen. So ist das. Und weiter geht's. Der Körper entsteht Stück für Stück. Wow. Das ist ein Riesenkörper, den wir hier machen. Hohoho. Alter Falter. Das ist schon eine fantastische. Da stellt sich natürlich die Frage in Real Life, wie sich wirklich so ein Zeppelin damals gebaut hat. Also das wäre auch noch so eine Sache. Da hätte ich schon gerne mal so eine TARDIS. Einfach mal in die Vergangenheit reisen mit der TARDIS und dann mal nachschauen, ja, wie haben die das damals gemacht. Das wäre echt nochmal so eine Nummer, die ich mir richtig gut vorstellen könnte. Die Gasbehälter waren ja auch begehbar, so viel ich weiß. Da hat man hier Verstrebungen drin gehabt. Und dann konnte man da drinne, ja, wenn nötig, Servicearbeiten machen. Und die von Hindenburg zum Beispiel, die damals explodiert ist, die ist ja zum Beispiel auch nur explodiert, weil Amerika an Deutschland nicht das richtige Gas verkauft hatten. Ne? Die hatten ja das brennbare Gas nur. Und da hatte ja Amerika blockiert gehabt. Dann wäre sonst diese Katastrophe, die wäre ja sonst nie gewesen. Ja, muss man sich mal vorstellen. Da waren die Amerikaner damals schon so ein bisschen mit ihrer Wirtschaft und so und Politik und so. Ja, so wird's langsam. Jetzt muss ich mal gucken. Gehen wir noch einen weiter auseinander und dann ziehen wir nach oben? Ja, auf jeden Fall. Und dann machen wir einen weiter so und dann so. Ja, muss gerade im Kopf überlegen, wie ich den Körper aufbaue. Nicht, dass ich nachher eine schlimme Überraschung habe, wieder alles abreißen kann. Gut, das heißt, wir machen nochmal ein Elementus komplett nach außen. Das heißt, dass wir nochmal wieder einen hier so außen lang, ja, ja. Das heißt, wir gehen wieder hier lang. So. Einmal hier, so, so, so. Und schon sind wir wieder auf Kurs. Ja, so kann man das eigentlich ganz gut machen.
Stundenlang. Und es wird immer weniger Wolle. Ach du Schande. Ich habe echt das Gefühl, dass die Wolle nicht reichen wird. Die wird definitiv nicht reichen. Das wird eine ganz schöne magere Sache mit der Wolle. Ne? Schaut mal her. Die Wolle, die wird hier ziemlich knapp. Ach, ich muss die Schafe wieder mal ärgern. Wolle, 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 Wolle. Gut. Jetzt gehen wir nochmal nach oben nur. Und hier vorne aber nach außen. Ja, ist kompliziert. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Das heißt, wir machen mal so. Und hier machen wir einen Hilfsblock rein. Und machen hier aus. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Wolle, Wolle. Und die Wolle wird immer weniger. Ich brauche Wolle. So, hier hinten machen wir das gleiche Spiel. So. Wolle, Wolle, Wolle. Das heißt, wir werden hier außen auch nochmal. So, dann haben wir nämlich diese Ausstellungen hinten und vorne. Ihr versteht schon, was ich meine. Genau. Dann machen wir nochmal einen nach außen und dann verjüngt sich das wieder. Oder so ähnlich. Dann wird sie jünger. Oh ja. So, dann machen wir nochmal... Ja, wir machen mal jetzt... Muss ich echt überlegen, jetzt wird es kompliziert. Jetzt wird es direkterweise kompliziert. Das heißt, wir machen hier einen... Jetzt wird es direkterweise kompliziert. Das heißt, wir machen einmal so auf der Seite. Dann machen wir einmal auf der Seite. Dann kommt hier normal. Dann kommt hier normal. Dann kommt da normal und dort normal. Ihr versteht schon, was ich meine. Hoffe ich zumindest. So, und weil das so normal ist, machen wir das mal hier hin. So. Komm, ja. Und danach kommt wieder die Verjüngung. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann gehen wir mal hier hoch. Gehen wir da hinten hin. Machen hier das gleiche Spiel. Oh. Da seht ihr, dass hier drinnen doch schon eine Menge Volumen ist. Ne? Und das war ja damals wirklich wichtig, dieses Volumen. Damit... so ein Zeppelin überhaupt nach oben gehen kann. Ja, das ist ja halt so die Sache. Da braucht man eine Riesenmenge Volumen für das Gas, damit das überhaupt die Möglichkeit hat, durch das spezifische Gewicht und so weiter, die Nutzlast, die da unter ist sozusagen, überhaupt nach oben zu befördern. Ja. Also eigentlich so gesehen schon eine ganz geniale Technik, die man sich da hatte damals einfallen lassen. Ja. Sagen, das Ausnutzen verschiedener spezifischen Dichten eben halt etwas anderes nach oben zu bringen. Gut, wir werden einmal schlafen gehen.
Das machen wir da unten im Bett. Denn da unten ist es nett. Ist noch zu früh. Mensch, da wollte ich so früh pennen gehen. Guck mal, da war das schon imposant. Mann, ich glaube, wir müssen das doch noch mal breiter machen. Wobei es geht eigentlich. Guckt mal nochmal an hier. Ja, wir müssen dieses eine Segmentteil nochmal breiter machen. Hier, dieses hier. Das kriege ich aber hin. Warte mal, wie machen wir das am besten mit einer Schere? Mit einer Schere. Hatte ich hier denn nicht noch eine Schere? Oder haben wir Metall hier? Ja, wir haben Metall hier. Dann machen wir schnell mal eine Schere bauen. Ich höre doch hier Zombies und so ein Zeug. Die sind bestimmt oben. Oder unten. Trotz Beleuchtung. Sauerei. Ich hab alles ausgeleuchtet. Mensch. Sind da irgendwo drinne? Irgendwo da im Turm vielleicht. Die könnten im Turm drinne sein, wo diese freien Elemente sind. Ist ja nicht doof dann. Ja, nicht doof hier. Gut. Wir werden mal hier diese Verdickung machen. Da auf der Stelle nicht. Also ab hier. Genau. Ist auch nicht so einfach. Ach, da fällt mir die Wolle auch noch runter. Das heißt, ich muss gleich nochmal runtergehen, bevor mir die Wolle decayt. Die sogenannte Decay-Wolle. Gibt's auch einen Let's Player, der heißt so, war Decay, wa? Ja. Das ist von ihnen die Wolle, die habe ich mir geklaut. Und ich habe überzogen, sehe ich gerade. Ich habe überzogen. Oh, was Neues wieder. Gut, deshalb sage ich einfach mal so, wir sehen uns morgen wieder. Bleibt soweit gesund, lasst euch nicht ärgern. Und wenn ihr wollt, mögt und könnt, ja, morgen gerne wieder auf diesem Kanal. Also, ciao, ciao, bye, bye und cheerio.